Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Der Weasen und ich, wir haben uns überlegt, die Nacht ist noch jung. Wir machen noch eine kleine Zusammenfassung vom Anniversary Stream. Wie er uns so gefallen hat und was wir uns so natürlich für Highlights rausgepickt haben. Da haben wir auch gleich eine Kategorisierung für euch. Aber erstmal so allgemein muss ich sagen, das war tatsächlich der am besten organisierteste Stream, den ich je gesehen habe bei Star Citizen. Und die Tonqualität war echt mal sehr, sehr gut, egal wer gesprochen hat. Man hat es immer verstanden. Es war nicht dünn, ja, wir hatten sogar Bass vom Gefühl her. Es war keine Webcams, die irgendwie ausfielen. Also es machte insgesamt einen sehr, sehr guten Eindruck, vor allem weil es halt vorproduziert war, auch vieles. Ja, sie hatten sich viel Mühe gegeben, auch das wirklich die richtige Footage vorher zu produzieren. Und sie haben natürlich wirklich ein paar Highlights gezeigt. Und da gehen wir jetzt auch mal erst, sagen wir mal, direkt ins erste rein. Und das ist der Progress, den sie vorgestellt haben. Witzigerweise gar nicht so sehr thematisiert im Stream selbst, ne? Ja, komischerweise, sie haben sich tatsächlich sehr stark an der Präsentation der Schiffe orientiert und Chris Roberts hätte auch dieses Thema hier vor allem in den Vordergrund stellen können und sagen können, Leute, wir haben jetzt hier ein Schedule, einen Zeitplan, den ihr auch immer ablesen könnt, denn diese Übersicht wird immer aktualisiert werden, wöchentlich, und wir können dann sehen, okay, aha, der Termin hat sich verschoben, hier sehen wir zum Beispiel schon 2.6 soll schon vielleicht heute oder, sag ich mal, Anfang der nächsten Woche in den Evocati-Bereich gehen. Hier sehen wir es jetzt auch für Star Marine. Wir haben jetzt hier sogar einen Release-Termin, den 8.12.2016 für Star Marine. Also das wird jetzt immer zu finden sein. Ihr könnt es in den Reitern noch nicht finden. Ihr müsst es auf der, ja, ihr müsst tatsächlich die Adresse wissen. Und das ist robertsspaceindustries.com/schedule-report. Genau. In der Videobeschreibung schreiben wir es auch nochmal rein. Ich denke mal, das wird jetzt auch einfacher zu finden werden in Zukunft auf der Webpage selber. Aber da werden wir auf jeden Fall meist oder häufiger noch Bezug zu nehmen. Ja, und vor allem ihr als Backer solltet auch eine Mail bekommen haben. Da ist der Link dann nämlich drin. Ansonsten, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und für uns ist es echt ein Highlight, weil man sagen muss, hier gehen sie richtig ins Detail. Es geht nicht nur hier um den Arena Commander und um Star Marine und 2.6, sondern, wie man jetzt zum Beispiel im Hintergrund sieht, auch schon um die nächsten Patches, was da so ansteht, was dafür gemacht werden muss. Ziemlich ausführliche, lange Seite. Und für uns eigentlich totales Highlight in dem Stream, obwohl es wenig vorkam, ehrlich gesagt. Ja, man hätte das wirklich ins Zentrum stellen können. Ja. Ich denke mal, das wäre sehr, sehr gut angekommen. So ging das leider ziemlich unter. Komisch. Ist so. Was sie dafür ins Zentrum gestellt haben, und das war ja eigentlich auch abzusehen, das ist natürlich Star Marine. Und da gab es einen Playtest, das heißt, sie hatten zwei Teams aufgeteilt, die durch alle Disziplinen dieser Simulation, also Arena Commander, sowohl Dogfight als auch Racing, als auch dann Star Marine, ein Match gespielt haben. Ja, Discolando und Silo waren da gegeneinander mit ihren Teams gegeneinander angetreten. Ja, und da haben sie dann einen ersten Playtest gemacht. Sie haben es auch selber vorher nicht richtig testen können. Ja, das war jetzt quasi der ganz frische Bild. Da fehlt auch noch ganz viel. Also ich hatte auch das Gefühl, jetzt fehlt hier, was Animationen angeht. Ein Großteil der Sachen, die so sorgfältig produziert wurden, sind hier noch gar nicht drin. Man sieht auch die Helmvisiere sind noch nicht fertig. Dafür ist es aber eine neue Rüstung, die wir jetzt hier vorfinden. Ich persönlich muss sagen, ich bin jetzt ganz ehrlich, mich hat dieser Playtest nicht so wirklich überzeugt, weil ich von den Animationen mehr erwartet habe. Und vor allem ist es ein ultraschnelles Gameplay, was ich jetzt eher so bei Unreal oder halt eher bei Counter-Strike verorten würde. Und nicht so taktisch, ja, weil mir fehlt hier die... Es müsste langsamer sein, es müsste die Physik der Körper auch eine größere Rolle spielen. Von meinem ersten Eindruck, aber ich habe es ja selber noch nicht spielen können. Das ist nämlich genau der Punkt. Also wir haben jetzt im Grunde genommen 10 Minuten Gameplay davon gesehen, was man in dem Stream halt so mitkriegt. Es ist viel wirklich noch nicht drin, das weiß man, das sieht man auch. Also diese Bewegungs-Start-Stop-Animationen, die Jukes, die sie haben, die Sidesteps, die sie alle animiert haben und per Motion Capturing aufgenommen haben, ist alles noch nicht drin. Es ist auch viel Ausrüstung noch nicht drin. Ich bin sogar der Meinung, dass auch das Schadenssystem noch gar nicht wirklich implementiert ist. Also gerade die Schwere von Rüstungen, die Schutz von Rüstungen an sich. Und man sieht auch selbst in den Helm-HUDs, dass da auch noch einiges fehlt. Also es ist noch eine frühe Version und es ist auch ein ganz frischer Build gewesen. Wie du gesagt hast, die haben den nämlich an dem gestrigen Nachmittag erst runtergeladen. Das muss man vielleicht mit einbeziehen. Aber ansonsten war ich auch tatsächlich ein bisschen erstaunt darüber, wie schnell das Ganze sein soll. Also ich hatte es mir deutlich langsamer vorgestellt. Und tatsächlich mit mehr Bewegungsträgheit eigentlich so, ne?
Also ich meine, man muss vorsichtig sein. Ne? Ich meine, Arena Commander als Vorbild hat sich zigtausendmal geändert. Der geht auch jetzt schon wieder in die nächste Phase. Jetzt gleich zu sagen, das ist jetzt alles Arcade und irgendwie, das ist jetzt hier der ja, letzte Wurf des Ganzen, das bestimmt nicht so. Es wird garantiert von der Geschwindigkeit nochmal zigmal überarbeitet. Und da müssen wir einfach fair sein und sagen, okay, wir warten jetzt mal ab, bis die Qualität der Texturen da ist, bis die Qualität, sag ich mal, der ganzen Animation auch drin ist. Und auch bis sie mit der Geschwindigkeit vom Balancing ja, einen richtigen Weg gefunden haben. Richtig. Wir haben auch noch keine zusätzlichen Waffen gesehen hier drin. Wir haben auch noch keine zusätzlichen Ausrüstungsgegenstände gesehen. All das soll ja Star Marine dann selbst auch noch enthalten. Und man muss insgesamt einfach fairerweise sagen, es ist wirklich der erste Eindruck, ein First Look auf das, was uns erwartet. Aber es wird sicherlich nicht die Ende der Fahnenstange von Star Marine sein, insgesamt von dem Shooter-Gameplay, sondern wirklich einfach nur ein gewisser Teil daraus, wie es jetzt eben gerade dasteht. Vielleicht mal ganz kurz, wie landen die das Spielmodell jetzt? Man musste halt diese einzelnen Punkte halt erobern und halten. Das ist ein ganz klassisches Spielmodi, aber wie hieß denn der? Weißt du das noch? Team Deathmatch, wenn ich mich recht entsinne, beziehungsweise die haben jetzt, glaube ich, so eine Art Capture the Flag gespielt. Ich weiß nicht, wie sie es genau genannt haben. Der Spielmodi war an selbst so, an sich so, dass sie die Damien-Karte benutzt haben. Das war eine von zwei Karten, die es dann geben wird. Die andere nennt sich Echo 11 und ist eine kleine Asteroidenstation. Hier sind wir schon, wie man sieht, in einer ziemlich großen Raumstation und die soll auch die größte Map sein, die wir haben. Was mir gut gefallen hat daran, war wirklich Licht und Schatten, war insgesamt die Qualität vom Spiel, wie man es eigentlich auch von Star Citizen gewohnt ist. Tatsächlich eine sehr, sehr schöne grafische Aufbearbeitung. Aber wie gesagt, es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis es vollständig ist. Fühlt sich noch etwas sehr, sehr schnell an für meinen Geschmack, aber wir werden es ja hoffentlich bald testen können und dann merken wir vielleicht, dass es auch deswegen Spaß macht, weil es so schnell ist. Ja, Mal könnte sehen. durchaus sein. War auch noch nicht das Einzige, denn das war natürlich absoluter Kernpunkt und Schluss der Präsentation, aber sie haben natürlich auch noch was anderes vorgestellt. Und das Erste, was sie vorgestellt haben, waren interessanterweise zusätzliche Varianten von altbekannten Schiffen. Tja, und das ist echt spannend, weil wir bekommen jetzt, das sind jetzt nicht nur quasi Anpassungen, was das Skin angeht von dem Schiff, sondern wir bekommen jetzt Varianten, die sich dann in der Ausrüstung unterscheiden von den, ja, quasi von den Vorläufern oder von den Originalen, sage ich jetzt mal, ja. Hier haben wir eine Saber, die hat jetzt zum Beispiel einfach vorne schon Mass Driver und diese Art Shotguns an den Flügeln verbaut. Dann wird es halt nochmal eine Variante geben von der Gladius, oder die ist jetzt auch schon im Sale tatsächlich. Hier sehen wir Genau. jetzt eine Avenger von der Advocacy. Advocacy. Genau. Also es das heißt, wir werden eine größere Palette von verschiedenen ja, Designs noch haben, von verschiedensten Varianten, die dann in Bewaffnungen sich unterscheiden. Und es wurde am Rande auch gesagt, dass tatsächlich geplant ist, dass dann Corporations oder Organisationen ihre eigenen Farbschemen auf diese Skins übertragen können. Ja, das wird dann richtig cool, weil ich muss ehrlich sagen, das zu sehen als Beispiel fand ich schon richtig schick, dann wie die einzelnen Farben sich veränderten und das dann später über Hexcodes anpassen zu können, finde ich schon richtig nice. Ne? Und die Varianten, wie du schon gesagt hast, da kommen, geben jetzt einige über die Woche in den Sale. Da Ne? müsst ihr jetzt immer ein bisschen das verfolgen. Also Ja. jetzt ist die Gladius Valiant, oder wie die heißt? Valiant, ja, genau. Valiant, die ist jetzt im Sale. Die Saber kommt auch noch in Die Hornet. die Hornet, die Wildfire oder wie die heißt? Wildfire, glaube ich, ja, genau. Und auch die Avenger, ne? Ist, glaube ich, auch. Ihr müsst euch das Schedule anschauen und jeden Tag halt das verfolgen und vielleicht findet ihr noch eine Variante, die euch besser gefällt als das Schiff, was ihr eh schon habt. Genau. Zusätzlich sind auch im Sale jetzt Schiffe, die in 2.6 reinkommen und da namentlich als allererste mal das kleinste rausgepickt und zwar ist das die 85X. Das ist das kleine Snapfighter-Schiff, was eigentlich mit der 890 Jump mitgeliefert wird, aber jetzt ist der kleine Zweisitzer auch für euch im Sale. Auf jeden Fall sehr stylisch, das Teil. Wenn ich es jetzt richtig sehe, haben wir hier eher nur kleinere Bewaffnung, aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass man wirklich mit Stil zu zweit, ein Zweisitzer ist es, von einem größeren Schiff mit einem Hangar auf dem Planeten landet und dann vielleicht shoppen zu gehen. So ist es in der Art. Wie Sie im Chat schon schrieben, hier passiert dann nicht die gleiche Ausrede, die kannst du nicht nutzen wie bei einer Merlin, dass du sagst, sorry Babe, ist nur ein Einsitzer. Hier hast du leider einen Zweisitzer mit dran, ist aber natürlich ein schickes Teil. Ganz im Style von Origin, ist auch wirklich ein Schiff, was man tatsächlich, wenn man den Raum hat, gerne mitführen kann, aber ein Sportflitzer.
Ja, aber es ist auch ein Vorteil. Man ist natürlich wirklich sehr, sehr schnell. Ja. Ich denke mal, gerade wenn man jetzt da noch Platz hat, das auf einer Idris irgendwo zu parken, das kleine Ding, Ja. oder vielleicht in diesem Mini-Hangar in der Javelin oder auch in der Polaris oder ja, in der Hope zum Beispiel, Endeavour, könnte man es auch reinstellen. Also ich denke mal, das wird ein ganz praktisches, beliebtes Ding sein, um mal schnell wohin zu kommen. Ganz bestimmt, ja. Ansonsten geht aber der Sale auch noch weiter. Und zwar dann haben wir als nächstes quasi wirklich die Caterpillar, die tatsächlich auch im Sale ist jetzt aktuell und wo man wunderschöne Bilder gesehen hat. Also wirklich, die Bilder haben sich so richtig gelohnt bei dem Schiff. Also ich meine, es ist eh, vom Konzept her ist die Caterpillar ein Schiff, wo man sagen muss, das ist genial, es ist modular, es ist wahrscheinlich das modularste Ja. Schiffsdesign, was wir jetzt haben. Ja. Es ist praktisch, man kann es als ganz normalen Transporter nehmen, man kann es zum Search and Rescue Operationen, kann man es benutzen für Spezialaufträge, zum Bergen von Ausrüstung, also zum Salvaging, könnte man es benutzen als Werkstatt, du kannst diesen Container abstellen. Also da haben wir auch schon relativ viele Folgen Ja. drüber gedreht, so, das könnt ihr euch anschauen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Schiff, was gerade die Vielseitigkeit so, ja, attraktiv macht. Absolut, ja, richtig. Und es ist übrigens nicht das einzige Drake-Schiff, was jetzt auch im Sale ist. Wird man gleich auch später im Bild sehen. Das ist dann nochmal die Herald. Die ist ja dann mit 2.6 Flight Ready. Die wurde übrigens auch im Stream dann getestet und war dann ein Schiff, was durch den Racing-Parcours gejagt wurde. Wie sinnvoll man das jetzt finden mag, das überlasse ich mal euch. Aber man hat schon mal gesehen, ich persönlich muss sagen, bei der Herald zum Beispiel, irgendwie habe ich mir die immer größer vorgestellt. Das ist natürlich Quatsch, aber ich habe sie mir so vorgestellt. Jetzt ist sie wirklich schon so im Jägermaßstab Ja. angekommen, ne? Tatsächlich. Ich muss sagen, so die Herald war nie so ganz mein Favorit. Ich finde die vom Design halt eher schrecklich, moderat gesagt. Aber es muss auch hässliche Schiffe geben. Es tut mir leid, Leute. Genau. Es ist wichtig, dass auch mal ein paar Schiffe nicht so durchgestylt aussehen. Ich denke mal, von der Rolle her wird dieses Schiff definitiv eine wichtige Ja. Aufgabe haben im Ja. E-War-Bereich, im Datentransport. Ja. Wissenschaft, man wird Daten berechnen können an Bord. Also dieses Ja. Schiff ist definitiv schon für Corporations und für größere Operationen Ja, ein praktisches Schiff. das denke ich auch. Ich muss allerdings auch wirklich dazu sagen, dass ich erstaunt war, wie schnell sie jetzt auch nach dem neuen Flugmodell in dem Racing wurde. Nämlich, wenn man da den Afterburner voll aufgedreht hat, habe ich da so Zahlen über den Bildschirm sehen, die zwischen 600 und 700 Meter pro Sekunde lagen. Ist dann aber kaum Geradeaus. noch Nee, genau. steuerbar. Gar nicht mehr steuerbar eigentlich. Sondern nur noch geradeaus und immer gib ihm, ne? Vielleicht noch mal ganz kurz, nicht wundern, die Esperia Prawler ist jetzt hier nicht bei uns drin. Die wird natürlich auch verkauft, so, aber da haben wir ja noch mal ein separates Video, wo ihr euch direkt Genau. anschauen könnt, ja, wo ihr es euch direkt anschauen könnt, die Informationen dazu. So ist es, genau. Da guckt auf jeden Fall nochmal rein, denn das Schiff ist was ganz Besonderes, vor allem vom Style her. Wir haben dann wirklich nochmal die Zusammenfassung quasi, denn was jetzt gerade läuft und worunter das eigentlich alles läuft, ist die Expo. Das ist quasi, wenn ihr euch vorstellt, in-game in der Lore eine Art Messe. Da gibt es auch das Intro-Video zu und die bisschen Erzählung. Das heißt, es findet eine erste intergalaktische Schiffsmesse statt und deshalb sind die jetzt alle zum Verkauf. Und quasi täglich wird jetzt was Neues präsentiert. Hier haben wir jetzt gerade die Valiant. Valiant. Ach, naja, irgendwann werde ich es lernen. Dann haben wir hier die schicke 85X oder Genau, XU? 85X, 85X. genau. Und die Herald, von der wir gerade gesprochen haben, die Caterpillar und es geht weiter. Das Tempo ist aber ganz schön. Capital Ships wurden auch nochmal verkauft. Die Ja, sehen wir jetzt, ja. natürlich. Die kommen übrigens wieder über das ganze Wochenende jetzt verteilt in vier Margen insgesamt. Da kann ich euch natürlich zu sagen, dass ihr auf jeden Fall am Samstag nochmal um 12 Uhr die Chance habt, eine zu erwischen. Und am Sonntag habt ihr auch nochmal die Chance. Ja? Also die Capital Ships kommen immer nochmal in sehr limitierten Margen. Komischerweise haben sie die Polaris nicht nochmal verkauft. Ja, interessant Aber wahrscheinlich eigentlich. kommt die nochmal, vielleicht am Special Sale auch nochmal. Oder Holiday-Livestream und so irgendwie, ne? Da könnte die Polaris auch nochmal kommen. Die ist jetzt nicht dabei, Ich glaube, das nämlich. Konzept ist, ne, es wird jetzt täglich quasi erweitert und dann gibt es Ja. beim großen Finale am Ende dann nochmal die Alles. große Verkaufsorgie mit Genau. wahrscheinlich nochmal anderen Schiffen. Vielleicht kommt jetzt sogar die 890 Jump wieder. Ja, könnte auch sein. Mal gucken, ja. Also auf jeden Fall seht ihr an dem Schedule da, ihr habt jeden Tag einen anderen Hersteller im Fokus.
und immer dann eben die Schiffe nochmal dazu, die jetzt diese extra Varianten bekommen haben. Zum Beispiel die Hornet Wildfire oder die Titan Renegade heißt sie übrigens, die andere, oder die Saber Comet und so weiter. Die sind dann immer jeweils dazugesetzt. Ansonsten, die ganze Woche verkauft wird auf jeden Fall die Prowler und die Schiffe, die in 2.6 reinkommen. Die sind auf jeden Fall die ganze Woche dabei. Ja, das war eigentlich unsere Zusammenfassung vom Anniversary Livestream. Ich denke, wir sind durch soweit. Wir sind durch, komplett. Und ja. Freuen uns schon auf die Nachtruhe. Bubu machen, kann ich dazu nur sagen. Und von daher wünschen wir euch jetzt auch noch gute Nachtruhe. Jetzt fange ich nochmal von vorne an hier, während wir jetzt zum Outro kommen. Ja, also von daher vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt uns bitte in die Kommentare, wie ihr den Anniversary Livestream fandet, wie ihr den Sale findet und alles, was da sich jetzt so in der Zukunft abbildet. Ansonsten abonniert den Channel, bleibt up to date und was Star Citizen angeht, liked oder disliked die Episode und ganz am Ende, wenn ihr uns unterstützen möchtet als YouTube-Creator, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Weezen und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the flight deck! Boom. Absolut.